Eine Bekanntmachung im Lübbener Kreisanzeiger von 1850 zum Bau der holländischen Windmühle in Straupitz. 5 Wochen zuvor war die hölzerne Bockwindmühle in Flammen aufgegangen. Gottfried Nitschke und seine Familie verloren dadurch ihre Existenz und Lebensgrundlage. Müller Nitschke resignierte nicht und baute sofort eine neue Mühle, die besser und moderner sein sollte als die vorherige. Die abgebrannte Bockwindmühle, um 1640 erbaut, könnte so ausgesehen haben, Originalbilder sind aber nicht vorhanden. Anfänglich gehörte sie der Standesherrschaft Straupitz und war an ständig wechselnde Müller auf Zeit verpachtet. 1760 wurde sie von Müller Martin Nitschke als Erbpachtmühle erworben und blieb bis zum Jahre 1988 im Eigentum der Nitschke-Familie. Die holländische Mühle um 1900, hier noch mit der originalen Mühlenkappe von 1850 und ein Stockwerk niedriger als heute. Links im Bild das 1885 angebaute Sägewerk. Rechts im Hintergrund das Bahnbetriebswerk der Spreewald-Schmalspurbahn von 1898. Dieses Foto diente als Vorlage für die Rekonstruktion der Mühlenkappe und Flügel in den Jahren 2001-2002 und zeigt die Mühle nach dem Brand 1910. Für den Wiederaufbau holte man eine gebrauchte Kappe von der Windmühle in Ketschendorf bei Fürstenwalde an der Spree, die sich mit Hilfe der rückwärtigen Windrose automatisch zum Wind ausrichten konnte. Die alte Kappe musste noch per Hand gedreht werden. Zur Anpassung der neuen Kappe musste der Mühlenturm um eine 5. Etage erhöht werden, zugleich wurden die alten Segelgatterflügel gegen moderne Jalousieflügel ausgetauscht. Im Bild ganz rechts der Blechschlot von der nachträglich eingebauten Dampflokomobile für die Sägegatter. Davor ein gemauerter Schornstein als Bestandteil der Ölmühle, die im Brandjahr 1910 gleich noch mit angebaut wurde. Damit befanden sich nun 3 Mühlen quasi unter einem Dach. Müller Johannes Nitschke mit einem Gesellen und 2 Lehrjungen um 1920. 3 Jahre später wurden die Flügel erneut durch Brand zerstört und Nitschke wollte keine teuren Flügel mehr anbauen. Er rüstete die Mühle komplett auf elektrischen Antrieb um. 80 lange Jahre stand dann die Mühle ohne Flügel. Müller Franz Nitschke, Vater von Johannes und hier bereits im Ruhestand, vor seiner flügellosen Mühle. Franz hatte 1910 die Mühlenkappe aus Ketschendorf geholt und die Ölmühle anbauen lassen. An den Händen seine beiden Enkel Hans und Rosemarie, die Müllerkinder von Johannes Nitschke. Johannes hatte die Mühle 1923 vom Vater Franz geerbt und war zeitlebens ein leidenschaftlicher Müller mit Leib und Seele. Auf Rechnungen und Schreiben nannte er sich gern und stolz Mühlenbesitzer. Johannes war der letzte Nitschke-Müller in Straupitz. Der einzige Sohn Hans war im Zweiten Weltkrieg geblieben. Tochter Rosemarie heiratete 1952 den gelernten Elektriker Willi Nowak. Beide erbten die Mühle 1973 mit dem Tod von Johannes. Willi Nowak hatte zuvor auf den Müllerberuf umgeschult und Schwiegervater Johannes beim Mahlen, Ölpressen und Holzsägen geholfen. Mitte der 1960er Jahre riss er die morsche Mühlenkappe ab und ersetzte sie durch ein Flachdach. 1964 wurde die Mehlproduktion eingestellt, 10 Jahre später auch die Ölpresserei. Nur das alte Sägewerk von 1885 arbeitete noch bis 1989. Nowaks hatten es durch glückliche Umstände verpachten und 1988 mitsamt der Mühle an einen volkseigenen Betrieb im Staatsbesitz verkaufen können. Der traurige Anblick 1990. Mit dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland und der Privatisierung volkseigener Staatsbetriebe gelangte die Mühle in das Eigentum einer GmbH. Diese wollte die Ruine sofort loswerden und bot sie der Gemeinde Straupitz für rund 49.000 D-Mark zum Kauf an. Die Gemeinde zahlte die Summe und begnügte sich mit einer gewöhnlichen Rechnung als Kaufnachweis anstelle des vorgeschriebenen Notarvertrages. Kurz darauf wurde der Verkäufer insolvent und verschwand unbekannten Aufenthalts, weshalb der rechtsunwirksame Kauf nicht nachgebessert werden konnte und für die folgenden 8 Jahre an der Mühle eine ungeklärte Eigentumsfrage bestand mit fatalen Folgen. Mangels Eigentumsnachweis verweigerte die Gemeinde den Abschluss einer Feuerversicherung. Einige verantwortungsbewusste Mühlenfreunde nahmen sich der herrenlosen Mühle an und versicherten sie auf eigene Kosten. Die Mühlenfreunde beantragten bei Behörden und Institutionen Fördergelder zur Notsicherung und Erhaltung der Mühle, scheiterten aber regelmäßig an der ungeklärten Eigentumsfrage.
Erst Ende Oktober 1998 wurde die fatale Eigentumsfrage geklärt. Per Verwaltungsbescheid einer Bundesbehörde wurde die Mühle als ehemaliges Volkseigentum der Gemeinde Straupitz geschenkt. Damit wurde der Weg frei, um die vom Mühlenverein bzw. Klaus Rudolf längst erarbeiteten Projekte zur vollständigen Restaurierung der Mühle mit Unterstützung der Gemeinde zu verwirklichen. Ungeachtet der ungeklärten Eigentumsfrage war 1994 durch einen Lübbener Trägerverein eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme zur Rekonstruktion der alten Ölmühle unter der Leitung von Rudolf eingerichtet worden, was sich später als seltener Glücksgriff und beispiellose Erfolgsgeschichte in der historischen Mühlenlandschaft Deutschlands herausstellen sollte. Alte Mühlen, insbesondere Windmühlen, werden wegen ihrer Unrentabilität und hohen Kosten, deshalb wurden sie ja einst stillgelegt, in der Regel ehrenamtlich von Heimat- oder Mühlenvereinen und Freizeitmühlern genutzt und betreut. Die Unterhaltung einer solchen Mühle erfordert meist erhebliche finanzielle Zuschüsse des Eigentümers. Rudolf aber verwirklichte ein völlig anderes Konzept und machte aus der alten und ruinösen Mühle wieder einen richtigen Mühlenbetrieb, der Arbeitsplätze schafft und sichert, sich alleine trägt und den Mühleneigentümer von allen finanziellen Belastungen und Zuschüssen frei hält. Zu diesem Zweck gründete er den Mühlenverein als gemeinnützigen Träger des technischen Denkmals und zwei gewerbliche Tochterfirmen. 2010 sind in der Mühle angestellt 8 Vollzeitkräfte als ganzjähriges Stammpersonal, eine Saisonkraft in Vollzeit für 7 Monate und 2 Saisonkräfte in Teilzeit. Zusätzlich wurde eine ganzjährige Teilzeitstelle für Forschung, Mühlenchronik und Archiv und Vereinsbibliothek geschaffen. Die Mühle ist auch ein beliebter Praktikumsort für Langzeitarbeitslose. Doch ganz ohne ehrenamtliche Arbeit ist auch die Straupitzer Mühle nicht zu betreiben. Bei größeren Instandsetzungsarbeiten und Veranstaltungen packen ehrenamtliche Vereinsmitglieder und freiwillige Helfer aus der Dorfgemeinschaft gern mit an, sonst wären die Kosten zu hoch. Im Dezember 1994 zu ABM-Beginn war das alles aber noch nicht vorhersehbar, denn die Aufgabe Wiederherstellung der historischen Leinölmühle als produzierende Schauanlage und Touristenattraktion zeigte sich bald als schier unlösbar. Es mangelte an allem. Werkzeug, Material und vor allem Geld. Dazu unsägliche Arbeitsbedingungen. Kein Wasser, keine Toilette, kein beheizbarer Raum, kein Licht. Die Elektrik war seit Jahren nicht genutzt und defekt. Monatelang kratzten die 3 Frauen Rost, bis die Finger wund waren. Die Männer nahmen Maschine für Maschine auseinander und machten sie wieder funktionstüchtig. Natürlich waren auch alle Ledertreibriemen verfault oder von Ratten zerfressen und mussten ersetzt werden. Das Grundstück wurde mit primitiven Mitteln einigermaßen wieder hergerichtet und ein Plumpsklo im Freien gebaut. Das war dann 8 Jahre lang bis zum Bau des neuen Müllerhauses die einzige Toilette auf der Mühle. Die Beseitigung der Bauwerksschäden war mit ABM-Mitteln nicht zu bewerkstelligen. Doch man tat, was man konnte. Zum Beispiel Löcher im Turmmauerwerk zustopfen und leere Fenster vernageln. Primitive Holzdachrinnen wurden selbst gebaut und angebracht, um die morschen Mauern vor weiterem Regenwasser zu schützen. 6 Jahre später wurden diese Dachrinnen zur Posse und Gegenstand eines ernsthaften Streites mit den Denkmalschutzbehörden. Diese wollten die Dachrinnen als angeblich immer schon vorhandenen Teil des Denkmals partout erhalten und fachmännisch restauriert wissen. Gottlob haben manchmal ja auch Behörden ein Einsehen. Die Ölmühle wurde innen neu verputzt, ebenso das frühere Dampfmaschinenhaus, in dem eine Ausstellung zur historischen Flachsverarbeitung eingerichtet wurde. Auch die Außenwände einiger Mühlenanbauten erhielten einen neuen Putz. Solche umfangreichen Handwerksarbeiten waren einer ABM aber eigentlich nicht erlaubt. Mitte 1995 machte die Mühle schon wieder einen recht properen Eindruck und zum Deutschen Mühlentag kamen bereits interessierte und vor allem neugierige Besucher. Das seltsame Treiben in der Mühlenruine hatte sich herumgesprochen, viele Leute sahen die ABM als sinnlose Beschäftigungsmaßnahme, vergebliche Liebesmüh und Geldverschwendung. Nur der ABM-Leiter wurde nicht müde, seine Mitarbeiter unermüdlich neu zu motivieren und anzuspornen, so wurde er bald als Spinner von der Mühle bezeichnet und mitleidig belächelt. Auch Willi Nowak, der letzte Müller, war skeptisch. Aus dieser Mühle fließt nie mehr Öl. Die Hydraulikpumpe für die Ölpresse habe ich vor 20 Jahren verkauft. Ohne die geht's nicht.
Die verrostete Ölpresse war mittlerweile restauriert, doch der Platz daneben, wo das verkaufte Hydraulikaggregat stand, ist leer. Somit erschien das eigentliche Ziel der ABM, Wiederherstellung der historischen Leinölproduktion, in weite Ferne gerückt und war auch mit viel Optimismus kaum zu realisieren. Bei der Planung des ABM-Projektes war das Fehlen dieser wichtigen Maschine nicht bemerkt worden, ergo war auch kein Geld eingeplant für eine neue Hydraulikpumpe. Dennoch wurde das eigentlich Unmögliche wahr und die Ölmühle pünktlich zum Ende des ersten ABM-Jahres wieder vollständig funktionsfähig. Rudolf hatte das Kunststück fertiggebracht, eine fast baugleiche Hydraulikpumpe desselben Herstellers wie das Original zu beschaffen. Ankauf, Generalüberholung und Einbau des alten Teils durch eine Spezialfirma kosteten rund 17.200 D-Mark. Rudolfs Eigenmächtigkeit und Kompetenzüberschreitung wegen der ungeklärten Finanzierung der Pumpe hätten ihn fast den Job gekostet. Es war aber die einzige Möglichkeit, die alte Ölmühle wieder voll zum Laufen zu bringen und betriebsfähig zu machen. 5 Tage vor Beendigung des ersten ABM-Jahres, am 14. Dezember 1995, wurde sie nach 20 Jahren Stillstand öffentlich und feierlich wieder eingeweiht. Aus der Presse lief wieder das erste echte und köstliche Spreewald-Leinöl seit dem Niedergang aller Ölmühlen im Spreewald einige Jahrzehnte zuvor. Die Presse berichtete, Klaus Rudolf, der vor einem Jahr noch als Spinner von der Mühle belächelt wurde, musste gestern jede Menge Tassen, Fläschchen und Flaschen abfüllen. Hervorragend, lautete das Urteil des Amtsdirektors, der gestern als erster von dem Gelben etwas kosten durfte. Bürgermeister Reckitt bekannte die anfängliche Skepsis der Gemeinde gegenüber dem Treiben auf der Mühle, doch nun wisse man das Kleinod zu schätzen. Am gleichen Tag ließ der Amtsdirektor den Mühlenturm wegen Baufälligkeit sperren. Die Freude über die zu neuem Leben erweckte alte Ölmühle dauerte nur kurz. Um die Technik vor neuem Rost und Wiederverfall zu schützen, wurde die Ölmühle fortan einmal in der Woche in Betrieb genommen und Leinöl gepresst. Jeder Müller weiß, die beste Erhaltungsmaßnahme für eine Mühle ist eine laufende Mühle. Weil man aber das kostbare Leinöl nicht weggießen wollte und zudem der Rohstoff Leinsamen recht teuer war, wurde zur Kostendeckung das Leinöl an die Bevölkerung verkauft. Davon bekam das Arbeitsamt Wind, wertete das als unerlaubte Tätigkeit und verweigerte 3 Monate lang die Lohngelder für die 6 ABM-Beschäftigten in der Mühle. Rudolf aber ließ die Leute einfach weiterarbeiten und bezahlte sie aus anderer Quelle. Letztlich gelang es ihm, mit dem Arbeitsamt einen Kompromiss zu finden. Ungeachtet aller Schwierigkeiten und Probleme wurde im zweiten ABM-Jahr 1996 auch das alte Sägewerk von 1885 wieder voll funktionstüchtig hergestellt. Mit dem Horizontalgatter und auch dem Vertikalgatter konnte wieder gesägt werden. Auch wurde das Grundstück rundherum verschönert und ein schönes Mühlenfest gefeiert. Die 2-jährige Arbeitsbeschaffungsmaßnahme hatte erheblich mehr geleistet und geschaffen als ursprünglich geplant. Mit ihrem Ende im Dezember 1996 drohte alles wieder zu verfallen. Die viele Arbeit und Mühe schien umsonst und den Skeptikern recht zu geben. Denn die Mühle hatte keinen rechtmäßigen Eigentümer und war herrenlos. Es gab niemanden, dem Rudolf den Mühlenschlüssel und die Mühle zur weiteren Nutzung und Betreuung hätte übergeben können. Sollte wirklich alles vergebliche Zeit- und Geldverschwendung gewesen sein? Zum Glück kam alles ganz anders. Rudolf hatte im Nachbarort die Geschäftsführung eines Unternehmens übernommen und konnte über seine Zeit frei verfügen. Ohne sich um die ungeklärte Eigentumsfrage und den abhanden gekommenen Mühleneigentümer zu scheren, stellte er kurzerhand 2 Leute in der herrenlosen Mühle ein und leitete sie vor Ort nach seinem Feierabend an. An den Wochenenden wurde gemeinsam gearbeitet. Fortan wurde unter dem Namen Spreewald Souvenir Straupitz Leinöl gepresst, der Verkauf organisiert und das technische Denkmal als historisch produzierender Schaubetrieb an 6 Tagen je Woche für Besucher geöffnet, einschließlich Wochenenden und Feiertagen. Auch zünftige Mühlenfeste wurden organisiert und gefeiert. Hierbei waren die mittlerweile gewonnenen ehrenamtlichen Mitstreiter als Straupitzer Mühlenfreunde eine große Hilfe. Alle Erlöse dienten zur laufenden Unterhaltung des ruinösen Bauwerks und seiner wertvollen Mühlentechnik sowie der Pflege des Anwesens.
In kurzer Zeit wurde die Mühle trotz ihres baufälligen Aussehens und fehlender Flügel weithin bekannt und ihr unvergleichlich wohlschmeckendes Leinöl gleichermaßen berühmt wie begehrt bei Einheimischen und Touristen und auch bei Ministerpräsident Stolpe. Die jährliche Besucherzahl wuchs stetig von ca. 7.000 im ersten Betriebsjahr 1997 auf über 14.000 im Jahr 2000. Viele Gäste bedauerten und beklagten die augenscheinliche Baufälligkeit der Mühle, den Verlust der Mühlenflügel und fehlende Sanitäranlagen. Noch immer besaß die Mühle keinen Wasseranschluss. Das Personal begnügte sich mit dem Herzhäuschen im Freien und Besucher gingen in die Büsche, wenn es denn pressierte. Es war an der Zeit, die alte Mühle zu restaurieren, wieder fit zu machen für kommende Generationen und zugleich den neuen Bedingungen als Besuchermagnet und Sehenswürdigkeit Rechnung zu tragen. Manche Kenner der deutschen Mühlenszene hielten das schlicht für unmöglich. Dieser Schrotthaufen von Mühle wäre angeblich nicht zu retten, falls doch dann nur für viel Geld und sehr viel mehr, als bislang bei anderen bisherigen Mühlensanierungen üblich war. Dies erschien sehr unwahrscheinlich, doch hatten sich die Voraussetzungen zur Erlangung von Fördermitteln mittlerweile gründlich zum Besseren gewendet. 1998 waren neue Mitstreiter gewonnen und der Mühlenverein Holländer Mühle gegründet worden. Im gleichen Jahr wurde die vormals offene Vermögensfrage zugunsten der Gemeinde Straupitz geklärt und entschieden, sodass diese nunmehr rechtmäßiger Eigentümer der Mühle war. Wenig später fasste der Mühlenverein einen Sanierungsbeschluss und erarbeitete entsprechende Projektunterlagen. Auf dieser Basis fuhr Bürgermeister und Vereinsmitglied Winfried Reckitt 1999 zum Amt für Flurneuordnung und ländliche Entwicklung und beantragte Fördermittel für die Gemeinde in der vom Mühlenverein geschätzten Höhe von 2,2 Millionen D-Mark. Zwei Jahre später wurde der Antrag mit sogenannter Drittmittelmixfinanzierung bewilligt. 75% kamen von der Europäischen Union und 15% vom Land Brandenburg. Die restlichen 10% waren von der Gemeinde als deren Eigenanteil zu tragen, ein harter Brocken für einen verschuldeten Gemeindehaushalt. Dank eines Preisgeldes vom Wirtschaftsministerium und mit Sponsorengeldern konnte diese Hürde überwunden werden. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz spendete mehr als 33.000 Euro und der Straupitzer Mühlenverein fast 31.000 Euro, die dieser von der Ostdeutschen Sparkassenstiftung und der Sparkasse Dahme Spreewald erhalten hatte und postwendend an die Gemeinde weiterreichte. So begann mit der Bauanlaufberatung am 6. August 2001 die bislang umfangreichste und mit rund 1,1 Millionen Euro teuerste Komplettsanierung und Rekonstruktion einer historischen Windmühle in Deutschland in der Rekordzeit von nur 1,5 Jahren. Wohl ebenso einmalig, die Sanierung erfolgte bei laufendem Mühlenbetrieb mit vollem Besucherverkehr. Bauherr war das Amt Oberspreewald in Vertretung der Gemeinde Straupitz, Bauleiterin die Architektin Eva Maria Bär aus Karlau. Weil aber nur der Mühlenverein als Hausherr ständig vor Ort war, übernahm dieser das tägliche Baustellenmanagement und die Koordinierung der zahlreichen verschiedenen Gewerke. Zeitweilig glich das Mühlenanwesen einer Großbaustelle. Mitunter waren mehr als 10 Firmen, Subunternehmer und Zulieferer gleichzeitig auf der Baustelle bzw. an allen Ecken der Mühle tätig. Maurer, Zimmerleute, Tischler, Dachdecker, Schlosser, Heizungsbauer, Elektriker, Klempner, Putzer, Trockenbauer, Maler, Installateure, Tief- und Landschaftsbauer, Entweser und natürlich Mühlenbauer. Der Mühlenverein hatte alle Hände voll zu tun, um alle unter einen Hut zu bekommen und ständig wechselnde Baufreiheiten je nach Erfordernis der Gewerke zu schaffen. Die Ziele waren hoch gesteckt. In dem äußerst kurzen Förderzeitraum von 1,5 Jahren war die gesamte Bausubstanz der drei Mühlen, Mahl-, Öl- und Sägemühle, zu sanieren. Zur Trockenlegung wurde der Turm ringsum aufgegraben und bekam eine Feuchtesperre samt Drainage. Die verrotteten Ziegel wurden mühsam abgebrochen und ersetzt. Alles wurde neu verfugt. Innen wurde der Turm neu verputzt und gemalert. An der Stelle eines alten Holz- und Pferdeschuppens sollte für Personal und Besucher ein voll unterkellertes Müllerhaus entstehen, mit Heizung und Sanitäreinrichtungen.
Als Ersatz für den Schuppen war ein neues Garagen- und Werkstattgebäude geplant. Die Mühlentechnik musste weitgehend funktionsfrei. Holzverschindelte Mühlen sind nicht ungewöhnlich. Andernorts gibt es sie, wie hier in Potsdam-Sanssouci, seit Jahrhunderten weil bewährt. An gemauerten Türmen ist das aber eher die Ausnahme und, wie in Straupitz, nachträglich aus der Not heraus entstanden. Mit der neuen Fassade war nun zwar ein gravierendes Problem dauerhaft beseitigt worden, allerdings ist eine Windmühle ein generelles Dauerproblem und erfordert ständige Wartung und Reparaturen, insbesondere wenn sie, wie in Straupitz, ständig genutzt wird. Die Unterhaltung einer Windmühle, auch einer neuen oder rekonstruierten, ist sehr aufwendig. Laufende Pflege und Instandhaltung sind ein unbedingtes Muss. Ständig muss alles auf einwandfreie Funktion und Festsitz kontrolliert werden. Häufig lockert sich etwas, verändert seinen Sitz, funktioniert nicht mehr oder geht kaputt. Ständige Reparaturen sind an der Tagesordnung. Das liegt, wie schon erwähnt, an dem vielen Holz, mitunter aber auch an dem bereits hohen Alter mancher Bauteile. Eine Windmühle verlangt zudem viel Opferbereitschaft. Vor allem eine windgängige Mühle wie in Straupitz darf zu keiner Zeit, auch nicht Sonn- und Feiertags, aus dem Auge gelassen werden. Notfalls muss der Windmüller mitten in der Nacht auf seine Mühle, um sie und die Nachbarschaft, sofern vorhanden, vor Schaden zu bewahren. In der Nacht vom 17. auf den 18. Januar 2007 brannte im Westfälischen eine Windmühle komplett ab. Der Sturm Kyrill hatte an der Mühle die Flügel losgerissen. Die drehten sich dann ohne Aufsicht so lange, bis die hölzerne Flügelbremse glühte und in Flammen aufging. Andere Windmühlen, auch die Straupitzer, wurden ebenfalls von Kyrill getroffen, allerdings ohne gravierende Schäden. Hier waren die meisten Müller oder Mühlenbetreuer in der Mühle, haben entsprechende Sicherungsmaßnahmen getroffen und konnten Schaden verhindern. Dass sich die Mühlen lohnen und auch honoriert werden, zeigen die jährlich etwa 30.000 Besucher, die sich mit großem Interesse und häufig unverhohlener Bewunderung das beeindruckende technische Denkmal anschauen. Die Straupitzer Dreifachwindmühle mit ihrem einzigartigen echten Spreewaldgoldleinöl, wo das alte Müllerhandwerk noch lebendig ist und anschaulich demonstriert wird, zählt zu den besucherstärksten touristischen Einrichtungen der Region und belegt unter den historischen Mühlen in ganz Deutschland einen Spitzenplatz. Auch ist sie ein beliebtes und attraktives Objekt für Filmemacher und war schon oft im Fernsehen. Allerdings waren in der Vergangenheit die täglichen Touristenströme in der Ferien- und Reisezeit manchem Anwohner auch ein Dorn im Auge. Hauptsächlich wegen der vielen Autos und Reisebusse auf der Straße vor der Mühle, denn die Parkmöglichkeiten auf dem Mühlenhof waren sehr beschränkt. Der Mühlenverein hat deshalb hinter der Mühle 1,3 Hektar Ödland erworben und 2009 darauf einen Großparkplatz errichtet, der auch für Reisebusse geeignet ist. Nun sind wohl alle zufrieden. Das neue Grundstück dient auch als Festplatz für Mühlenfeste und als Stellplatz für Wohnmobile. Gut gerüstet und betreut und wieder fit für kommende Jahrzehnte wird die Straupitzer Windmühle hoffentlich noch lange ihre majestätischen Flügel in den Himmel recken und mit ihrem seltenen Handwerk zahlreiche Besucher und Generationen erfreuen. 2010 feiert sie ein Doppeljubiläum. 160 Jahre Holländer Windmühle, 100 Jahre Straupitzer Leinöl. Gedankt sei allen, die auf die eine oder andere Weise an diesem stolzen Werk mitgewirkt haben und auch all den vielen treuen Kunden und zahlreichen Besuchern der Mühle. Ohne sie wäre die Straupitzer Windmühle niemals das geworden, was sie heute ist. Ein europaweit anerkanntes, attraktives technisches Denkmal und Highlight der deutschen Windmühlenlandschaft. Mit dem alten Müllergruß Glück zu grüßt ganz herzlich Ihr Straupitzer Windmüller Klaus Rudolph.